So, nochmal kurz zur Mahlzeit. Wie ihr wisst, ist bei uns immer Chaos angesagt. Ich sehe heute auch chaotisch aus. Wir haben gerade die Folge abgedreht und mir ist beim Schnitt aufgefallen, dass leider Gottes die Stimme vom Fun nicht dabei ist. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich musste meinen Rechner, wie gesagt, neu aufsetzen und dementsprechend noch nicht alle Einstellungen zu 100% getätigt. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt weiter und viel Spaß beim Video. Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zur Minecraft After Humans. Mit dabei ist mal wieder der Fun. Und wir haben uns heute mal was vorgenommen, und zwar, wie man sieht, lebe ich hier noch wie so ein Höhlenmensch. Und das kann nicht so weitergehen. Ich meine, die ganze Zeit mit dem Sterling Generator hier arbeiten. Ja, ist nicht gerade so das Beste vom Ei, ne? Deswegen, der kommt jetzt heute erstmal weg. Zack. Und dann schauen wir mal. Sollen wir hier. Wo bist denn du? Sollen wir hier so einen Gang durchmachen quasi? Damit wir dahinter irgendwie alles, was mit Strom zu tun hat. Ja, ne? Wir dürfen nur nicht höher. Nein, nein, nein! Bist du denn. Warte, ich. Ja, that was unexpected. So, dann würde ich sagen, können wir. Was ich jetzt halt nicht checke, warum fällt da kein. Kommt da kein Wasser runter? Ist ja egal. Hast du noch Cobblestone dabei? Dann kannst du das da zumachen, schnell. Super. Okay, jetzt haben wir hier das und. Warte, ich mach hier oben weg und dann kannst du Cobblestone direkt hinterher drücken, okay? Direkt mal absaufen. Ja, das ist halt echt suboptimal hier, ne? Die Stelle. Die ist. Ja, wir machen das jetzt noch zu und dann gehen wir einfach nur noch hier den Gang entlang. Ich würde sagen. Oh, der war etwas zu niedrig, oder? Ah, ne, doch nicht. Ja, nee. What the fuck ist hier verkehrt, Alter? Genau, hau mal hier so einen Gang durch. Oder auch nicht. Ja. Wie man sieht, bei uns ist immer so eine Chaosfolge. Aber wer Ordnung will, der weiß, dass er hier falsch ist. So, warte mal. Ich komme dagegen an. So. Stimmt. Stimmt, da war ja was. Denn die guten Jungs haben in irgendeiner Küste oder so, haben seinen Angel Ring gefunden im Dungeon. Und sein. Achso, den hast du schnell gebaut. Okay. Ja, why not? Wenn zwei am Werke sind, ne, ist einer zu viel. So. Okay. So, das sollte eigentlich erstmal reichen hier, um alles an hinsetzen zu können. Okay, dann baue ich mal gerade schnell diesen Dynamo, also Dynamo heißen die Teile ja. Dazu brauchen wir, ich brauche erstmal zwei Stück, ja. Die was? Okay. Ja, ich wusste, dass die für irgendwas gut sein müssen noch. So, okay. Jetzt haben wir die Steam Generators gebaut. Die packen wir dann jetzt hier hinten rein. Was meint, komm mal gerade her. Was meinst du, wo wir die am besten hinpacken?
Also hier die Dynamos hinstellen, ja? Also quasi einmal hier und einmal hier. Okay, alles klar. Warte, ich komme nochmal gerade mit zu dir, weil ich brauche erstmal Cobblestone. Aus Cobblestone, wenn ich das in euren Ding jetzt reinschmeiße, werden ja diese Seared Bricks, ne? Wieso habt ihr keine Schmelzen mehr? Ja gut, Leute, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge machen. Dann werden wir uns eine eigene Schmelze bauen. Ja, das ist ja... Na, ich meine, Schmelze braucht man immer mal. Deswegen, mal gucken. So, was brauchen wir? Wir brauchen noch LV-Wire-Cable, ne? So, oder was sagst du? Ja, nice. Dann muss ich erstmal Sticks holen. Zum Glück haben wir letztens noch welche gecraftet. So. Ja. Bei mir ploppt das immer irgendwie so dämlich auf, wenn ich da irgendwie Sticks bauen will. So, so. Einmal das, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Die sollten erstmal reichen. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Hey, wir machen erstmal. Ja, genau. Alles gut, Neo. Du willst Kabel mit Käse craften. Kann man tun. Muss man aber nicht, genau. So, jetzt habe ich erstmal 12 Kabel. Das ist vollkommen okay. Dann brauche ich noch höchstwahrscheinlich Coils, ne? Nee, Connector. Einfach Wire Connector. Ja, geil. Das heißt, wir müssen nochmal raus. Fuck. Das heißt, wir müssen uns mal hinlegen. Hast du einen Schlafsack dabei? Kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie raus. Oh, da kommt Creeper. Nein! Mach die Tür auf! Oh Gott, ey, so eine Chaos-Folge. Holy crap, was bringst denn du da alles mit? What the fuck hast du mir jetzt alles hingeschmissen? Die Coca-Öfen, also die Coke-Breaks, ne? Okay, alles klar. Gut, so, wir wollten jetzt hier machen, ne? Das heißt, wir gehen hin, bauen die jetzt erstmal ab hier, die zwei Kollegen. Ist die Frage, wie willst du das Wasser dahin transportieren? Warte, so, okay, einmal und zweimal. So. Und du dahin. Bist du symmetrisch? Du bist symmetrisch. Gut, alles klar. Dann müssen wir uns nur einen Platz suchen, wo wir nicht. Ich weiß den Platz für die Schmiede. Der kommt schon. Die kommt hier unten hin. Ja, doch. Das schaut gut aus. Packen wir dann hier unten dann die Schmiede rein und dann passt das. Ja doch, ich denke schon. Ja, das muss. So. Während der Funder noch am Agilen ist, dann machen wir hier mal ein bisschen hier noch was weiter. Ist ja alles kein Problem.
Bevor jetzt wieder alle schreiben so, oh, der kriegt jetzt wieder alles in den Arsch geballert, bla bla bla. Leute, die Jungs, die sind fast 24/7 auf dem Server. Die haben schon fast alles fertig und ich habe ja auch noch andere Sachen, die ich machen muss, also sprich Projekte etc. Das hast du jetzt gesagt. Wenn du es so ausdrücken willst, bitte. Okay, so, hier muss ich auf jeden Fall noch irgendwie normale Treppen reinmachen. Das ist ganz normales Aluminium. Die Sache könnte ich eigentlich hier unten reindrücken, ne? So. Den Scheiß auch schon aus den Füßen. So. Ja, ich vergesse immer, dass ich fliegen kann. So, dann bauen wir mal. Was muss der Kochofen nochmal sein? 3x3, ne? Also. Ofen, da steht ein Furnace. Meinst du, zwei wären für mich jetzt irgendwie sinnvoll? Dann ja, ne? Doch. In der Tat habe ich das. Ich glaube, das war sogar das erste, was ich gelevelt hatte. So. So, dann haben wir jetzt einen Cookofen. Was hast denn du da in der Hand gehabt? Hä? 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 Okay. So. Mal die Cook. Achso, die müssen da rein, ne? Achso, ja, klar. Dieses Queer Seed Oil. Das hat mich in Sky immer abgefuckt, dass wir das immer neu machen müssen. So. Pumpe? Nein? So, das wäre dann eine Pump, ja? Weißt du, wie die heißt ganz genau? Eine Fluid Pump, okay. Dann brauche ich Fluid Pipes 3 Stück. Iron Mechanic. Ich glaube, ich habe zu wenig Eisen. So wie das aussieht. Hm? So. Nein, mach den erstmal in dem Ding ins Klein. Hier in dem Grinder. Hier. Ich habe noch so einen altmodischen Handbetriebenen. Hier. Dann musst du hier oben an der Kurbel. Ja gut, ich sag mal so, du kannst auch gedrückt halten, ne?
Ich habe erst später gesehen, dass es den auch mit Strom gibt, den Pulverizer. Und habe mich dann in den Arsch gebissen, weil ich hier viel Netherquarz und hast du nicht gesehen, verballert habe. Da ist natürlich dann so, da denkst du dir so, das tut im Kopf weh. Ja, ich weiß, mit einem Mechanical User. Ja, aber es kommt sowieso ein Pulverizer hin und gut ist. Also von daher. Ich denke mir, wenn hier alles fertig ist, reiße ich dann hier die Wand irgendwie ein oder so und baue die Geräte dann in die Wand. Dass man es halt nicht mehr so sieht. Wird halt schon alles werden. Mega nervig, ne? Boah, wie viel Hardened Clay brauchen wir denn? Weißt du, wie lange das in dem Ofen dauert? Für die Coils zu machen, ne? Die Konnektoren. So, LV-Wire-Connector. Ach komm, ist das dein Ernst, Alter? Ich glaube, du fliegst lieber nochmal nach Hause. So, ich muss erst... Nee, doch nicht. Ich muss gleich gucken, dass ich irgendwie... Wie viel Copper habe ich noch? Copper-Ohr. Wenn das hier fertig ist, ne? Müssen wir als erstes mal einen Grinder bauen. Hä? Pff, du. Das ist mir egal. So. So, jetzt habe ich auch davon erstmal mehr als genug. So. Ich glaube, dem Fun geht hier das auf die Eier, dass ich da irgendwie nichts auf die Kette geschissen gekriegt habe. Ich habe das schon rausgenommen. Iron Plates. Okay, mit dem Engineer's Hammer. So. Holy crap, Alter, was du da alles für machen musst. Das ist aber schon irgendwo mega hart abfuckend, ne, wenn du die Dinger craften musst. 4, 8, 12. Alter. Was baust denn du da ab? Nee! Der ist direkt! Da kommt gleich Wasser runter, ich seh's schon kommen. So, ich glaube, ich gehe nochmal... Haben wir jetzt den restlichen Eisen schon verbraten? Hast du das alles da reingeknallt? Oh, holy cow, Alter, was ist denn da falsch? ...5000, weißt du, da fängt er an, hier rumzujammern. Und ich hier, der arme Schlucker, der nix hat.
Leute, viele von euch haben bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, von wegen, du läufst mit 20 Eisen pulverisiert in der Tasche durch die Gegend und der arme Fandel läuft da rum und craftet und dies und das. Ja, es tut mir doch leid. Meine Güte. Jetzt ist der Arme sogar noch nach Hause gegangen. Ja, kommt der Ragent rein. Was ist los mit dir? Brauchst du aufs Maul? Ja, so, okay, dann machen wir erstmal hier den Stuff fertig. So, das, wie viel brauchen wir? Zwei nur, ne? So, dann haben wir Fluid Pipes, Alter. Holy shit, erstmal du da rein. So, und viele schreiben mir zurück wahrscheinlich auch wieder rein. Ja, du bist zu langsam im Craften. Leute, ich bin halt nicht so schnell wie manch anderer, ja. Das sei mal gesagt und Punkt B, ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt hier nicht so schnell crafte. Was sagst du dazu? So, dann bauen wir quasi hier nochmal so ein Stück rein. Hey, ho, oh. That was unexpected. Holy fuck, Alter. Ein Eimer. Ja, sollte ich. So, dann können wir da eine unendliche Wasserquelle hinsetzen. Ich glaube, 2x2 reicht, oder? Ja, warte, dann... So. Das denn? Ja. Yeah. Den habe ich gerade rausgesetzt. So, warte, ich gehe nochmal. So, Starting Generator. Guten Tag, guten Tag. Du bist so schön, wie ich es mag. So. Der Starting Generator. Wo soll die Pumpe überhaupt hin dann? Ich setze den Starting Generator einfach so über das Loch. Genauso wie die Pumpe am besten, ne? Direkt daneben. So. Den hier. Ah, dass er vorne einen Output hat. Also ich wollte eigentlich noch hier unten drunter durchlaufen, ne? So, dann haben wir hier nämlich so zack. Dann brauchen wir noch Kohle und Wasser, ne? Wir hatten unten zwei Eimer. Hast du die schon geholt? So. Ja, ich glaube, ich muss einmal rausgehen. Ja, warte. Ich gehe nur schnell Wasser holen, dann bin ich wieder da. Lass mich rein! So, damit wir wenigstens da eine unendliche Wasserquelle haben, weißt du? So. Okay, die Kabel brauchst du. Kabel, Connector. So, bitteschön. Okay. Der kriegt hier hinten aber keins rein, ne? Okay, jetzt müsste er. Kann man die hier oben dann abbauen? Oben drüber die? Theoretisch gesehen ja, ne? Hier die.
Die Golden Fluid Pipes. Vielleicht falsch eingestellt. Du musst ja gucken, dass der... Ja, der Output ist oben. So, jetzt ist er. Redstone Mode active. Ah, der... Ich weiß, woran es lag. Der hat erstmal die Pumpe voll gemacht. Ich glaube, dahinter können wir nicht, oder? Bis jetzt füllt er sich nämlich langsam auf. Ja. Aber das ist gut, dass der Fluid Tank auch voll wird. So, und jetzt kann ich hier quasi die Kohle reinmachen, ne? What are you doing? Ich hab die Charcoal schon reingetan. Die Coke Coal, Entschuldigung. Was ist das da, was du aufbaust? Eine Capacitor? Wird man sehen. Okay, dann kann ich dann später hier eine reintun und dann. Also quasi gehe ich dann jetzt hin und sage dem. Ah ne, jetzt sowieso noch nicht. Zur Pumpe? Wie meinst du das? Ja. Achso, du meinst quasi hier einmal sagen den mit dem so zack und gut ist. Weil der Stirling Generator, der soll ja eigentlich nur dazu da sein, dass wir ja quasi als Starter was haben. Okay. Ja, ja, klar. Und ich meine, ich habe jetzt 80.000 RF erstmal. Das sollte für meine kleine Verhältnisse erstmal reichen, Leute. Denn so krass bin ich jetzt auch nicht unterwegs wie die hier, dass ich sage, okay, hier, gib ihm. Nee, nee. So. Ja. Achso, ja, stimmt. Ja, okay, der ist ja jetzt auch schon bei 830 irgendwas, ne? So, nichtsdestotrotz, die Maschinen hier kommen jetzt, die Sommel und der, ja. Achso, ja, bitte. Wie ist das eigentlich, muss ich alle einzeln verbinden oder kann ich denen aus, also mit so einem Connector, oder kann ich denen sagen, hier, du bist mit dem verbunden, kriegst deinen Strom-Output da und daher. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ja, das ist ja nicht schlimm. Da weiß ich ja, wie ich das veranstalte. Denn da gehen wir hin und sagen, hauen wir da mal so ein Loch rein. So, das ist dann hier das, ne? Siehste. So, zack, und dann kommt
Da einer hin, da einer hin. So, dann kommst du und du da. Und du da. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. So. Hier machen wir erstmal wieder zu. Hier drauf kommt der Pulverizer. Da oben kann ein Guckloch sein, ist mir scheißegal. Und ja. Dann hat unsere Sawmill ist vollgeladen, unsere Sackmill ist vollgeladen, naja, fast voll. Und wir sind quasi good to go. Hat zwar jetzt was länger gedauert. Ja, und schon mal mein Pulverizer. So, den klatschen wir auch noch hier oben. Hier oben drauf. So, zack. Der Pfand stellt das Ganze noch schnell ein, wie, wo, was. Und dann sind wir quasi good to go. Hä, wieso kriegt denn der jetzt Strom? Oder hatte der noch Strom von euch? Okay. So. Und zack. So, Pulverizer. Müssen wir uns keine Gedanken mehr drum machen, um irgendwelche Sachen zu crushen. Das macht er jetzt alles alleine. Ich bedanke mich bei dir, mein Freund. Und ja, dann werden wir gucken, was wir noch alles so machen können, wie, wo, was. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Ansonsten schlägt der Fun mir einfach irgendwas vor, was jetzt noch anschaulich und super wäre, was man anstellen könnte. Das machen wir aber die Tage dann. Hier kommt noch eine Tür rein, damit es hier nicht so, naja, schäbig aussieht. Das wird quasi so ein Wartungsgang, der hier einmal komplett durchführt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, macht es gut und ciao.